Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn Sie sich an einige unserer Auf Posten stehen Programme erinnern, dann werden Sie auch sich daran erinnern, dass ich seit einiger Zeit bereits schon davon gesprochen habe, und zwar von der Möglichkeit, der definitiven Möglichkeit, dass es zu einem Krieg mit Iran kommen wird. Und einige haben darüber gespottet und gesagt, ja, wo ist der Krieg? Dazu wird es nie kommen. Aber seien wir nicht zu vorschnell. Wir wollen uns heute einmal Bibelstellen anschauen, die uns etwas über die Zukunft des Iran mitteilen. Aber zunächst einmal schauen wir uns die gegenwärtige Situation an. Ich habe hier vor mir einen Artikel liegen, der aus der New York Times stammt, vom 31. Mai. Und in diesem Artikel heißt es, dass Iran jetzt in der Lage ist, eine atomare Waffe zu bauen. Jetzt, heute. Sie haben also alle die Voraussetzungen erfüllt und sind in der Lage, eine Bombe zu bauen. Und Israel hat wiederum gesagt, durch einen israelischen Minister, wenn das geschieht, wird Israel in einen Krieg eintreten gegen Iran. Das mag vielleicht jetzt als eine Drohung anzusehen sein. Man hat vielleicht versucht, jetzt die Europäische Union und Amerika dazu zu bewegen, jetzt noch weiter gegen Iran vorzugehen. Aber wie auch immer, die Gefahr ist nach wie vor vorhanden. Aber nicht nur das. In einem Artikel der Washington Post vom 27. Mai wird gesagt, dass Iran ganz aktiv Anteil nimmt, und zwar für das syrische System und gegen die Demonstranten. Anteil nimmt in dem Sinne, dass sie Soldaten schicken, Söldner schicken, die für die Regierung von Syrien kämpfen. Aber nicht nur das. Laut dieses Artikels geben sie denen auch Computersysteme. Und diese Computersysteme haben jetzt die syrische Regierung in die Lage versetzt, die Demonstranten ausfindig zu machen und zu verhaften. Und das heißt hier, dass über Hunderte von Syrien auf diese Weise verhaftet worden sind. Nun, Sie haben alle von der letzten Episode gehört, wo also die iranischen Behörden Angela Merkel und diesem deutschen Flugzeug es verweigert haben, den Luftraum von Iran zu überqueren, um nach Indien zu gelangen. Und auch das hat natürlich Empörung ausgelöst. Und auch hier wiederum sieht man, wie Iran immer mehr und mehr versucht zu provozieren. Und gleichwohl ist das Verhältnis zwischen Europa und Iran ein doppelzüngiges, würde ich einmal sagen, ein vielschichtiges. Hier ist ein Artikel vom Spiegel vom 31. Mai, der uns sagt, dass obwohl die Beziehungen zwischen hauptsächlich Deutschland und Teheran sich deutlich abgekühlt haben, gleichwohl festzuhalten ist, dass Deutschland nach wie vor der drittstärkste Exporteur ist, was Güter anbelangt, die in den Iran geschickt werden. Und zwar in einem solchen Maße, dass im letzten Jahr über 3,8 Milliarden Euros, wenn man jetzt also die Werte der Güter sich ansieht, in den Iran geschickt wurden. Also wir sehen eine sehr interessante Situation hier. Und vielleicht ist auch das ein Grund, dass Deutschland sich ziemlich lange geweigert hat, überhaupt an Sanktionen gegen den Iran teilzunehmen. Nun, was sagt die Bibel uns? Gibt es da Prophezeiungen in der Bibel, die uns genau sagen oder zumindest andeuten, was mit dem Iran in der Zukunft geschehen wird? Kommt es zu einem Krieg? Wer wird in diesen Krieg verwickelt werden? Nun, die Bibel sagt uns einiges. Und schauen wir uns zunächst einmal an, wo der Iran, die Iraner, die heutigen Iraner eigentlich herkommen. Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 10 an. 1. Mose Kapitel 10 und Vers 22. Aber ich will mit Vers 21 beginnen, denn hier wird die Stammtafel der Völker beschrieben. Und zwar zurückgehend auf Sem, Ham und Japhet. Das sind ja die drei Söhne von Noah, die ja in der Flut nicht umkamen. Und in Vers 21 heißt es über Sem, einen der drei Söhne: Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Japhets älterem Bruder, wurden auch Söhne geboren. Und dann lesen wir in Vers 22, wer diese Söhne waren. Dies sind seine Söhne: Elam, Assur, Arpachshad, Lut und Aram. Nun, wir hatten schon in vergangenen Predigten über Aram gesprochen, das heutige Syrien. Assur ist kein anderer als Deutschland.
Und hier wird Elam erwähnt. Und nahezu alle Kommentare sind sich darüber einig, dass Elam in der Tat Persien ist, das heutige Iran. Die Elamiter, die Vorfahren der heutigen Iraner. Zum Beispiel, wenn Sie sich Strong's Exhaustive Concordance der Bibel anschauen, da wird das gleichgesetzt. Wenn Sie unter Elam nachschauen, dann wird dort gesagt, Elam, das heutige Iran. Das bedeutet aber nun, dass Elam dann ein Sohn des Shem ist, wie Syrien, wie Deutschland. Die sind also miteinander verwandt. Nun, letztendlich sind wir alle miteinander verwandt, wenn wir zurückgehen auf Adam und Eva. Aber ich meine, hier sieht man schon eine engere Beziehung. Aber das bedeutet jetzt unbedingt nicht, dass das dann eine sehr freundschaftliche Beziehung für alle Zeiten sein muss. Vielfach ist es ja auch so, dass in Familien große Streitereien stattfinden. Die Hauptstadt des Elamitischen Reiches war vielfach Susa. Und Sie kennen vielleicht die Stadt Susa, die Königin Esther, die ja den König Xerxes geheiratet hat, einen der persischen Könige, die lebte in Susa. Und auch als damals Jeremia und Daniel in die Verbannung geschickt wurden, als das babylonische Reich zunächst einmal Juda in die Verbannung brachte und dann wurde ja, wie wir noch sehen werden, das babylonische Reich durch das Medo-Persische Reich abgelöst, die lebten auch zeitweilig in Susa. Susa war eine der Hauptstädte des Elamitischen Reiches. Und heute gibt es diese Stadt auch noch. Die heißt heute Shush. Und es ist eine Stadt im heutigen Iran gelegen. In biblischen Zeiten gab es das Medo-Persische Reich. Das Medo-Persische Reich, das laut Daniel das babylonische Reich von König Nebukadnezar und seinem Sohn Belsazar ablöste. Und die Medo-Perser haben dann die Herrschaft übernommen, auch über die Juden, die in der Verbannung waren. Aber Sie können sich an gewisse persische Könige erinnern. Und wenn ich sage persische Könige, dann denken Sie daran, dass Persien ja das heutige Iran ist. Wie zum Beispiel an den König Cyrus. Der König Cyrus, ein persischer, ein iranischer König, wenn man das so sagen will, der gab ja den Juden die Erlaubnis, zurückzukehren und Jerusalem, das zerstört war, wieder aufzubauen und den Tempel zu errichten. Und dann lesen wir natürlich über den König Xerxes. Naja, der war verheiratet mit der jüdischen Frau, die dann Königin wurde, Esther. Und auch da war natürlich eine freundschaftliche Beziehung vorhanden zwischen den Persern, den Iranern und den Juden. Aber die Situation änderte sich mit der Zeit. Und heute ist es so, dass die heutigen Iraner quasi so als eine der stärksten Feinde des jüdischen Volkes angesehen werden müssen. Und wir wissen ja, dass der jetzige Führer gesagt hat, der gesamte Staat Israel soll von der Landkarte ausradiert werden. Die Bibel prophezeit, dass es noch in der Zukunft zu einer weltweiten Konfrontation kommen wird. Die Bibel prophezeit, dass die heutigen Juden, das Haus Juda, sowohl als auch das heutige Haus Israel oder die Nachfahren des alten Hauses Israel in die Verbannung geschickt werden, versklavt werden, in einem Weltkrieg untergehen werden. Untergehen in dem Sinne, dass die Reiche nicht mehr existieren werden. Wenn ich von dem Haus Juda spreche, dann meine ich damit nicht nur den heutigen Staat Israel, sondern es gibt viele Juden, die gar nicht in dem Staat Israel leben. Zum Beispiel wird gesagt, dass es mehr Juden gibt, die in New York leben, als alle Juden, die im Staat Israel leben. Alles das sind die Nachfahren des Hauses Juda. Die Bibel sagt, alle die werden versklavt werden. Und dann geht es um das Haus Israel. Die sind nicht jüdisch, waren nie jüdisch gewesen. Schauen Sie, die Bibel zeigt uns im Alten Testament, dass das Haus Israel sich von dem Haus Juda abspaltete. Es gab dann zwei Reiche. Das Haus Israel wurde dann in die assyrische Versklavung geführt, bevor das Haus Juda in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Aber das Haus Juda, die Juden kehrten zu dem gelobten Land zurück. Die Israeliten, die Nachfahren des Hauses Israel, kehrten niemals in das gelobte Land zurück. Die leben auch heute nicht dort. Die leben heute in Ländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika, in Großbritannien, in Neuseeland, Australien, Kanada.
und so weiter. Und doch sehen wir viele Prophezeiungen in der Bibel, die davon ausgehen, dass das Haus Israel im gelobten Land leben wird. Was bedeutet, dass dies Prophezeiungen für die Zukunft sein müssen, weil das bisher noch nie geschehen ist? Und so lesen wir auch, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, eine der ersten Aktionen, die er starten wird, nachdem er das Reich Gottes hier auf Erden errichtet hat, sein wird, die versklavten Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda aus der Gefangenschaft herauszuführen und ins gelobte Land zu bringen. Und nun schauen wir uns einmal das Buch Jesaja an und das 11. Kapitel, das uns nämlich zeigt, aus welchen Ländern die Nachfahren des Hauses Israel und Juda aus der Versklavung herausgeführt werden, was uns dann ein Anzeichen gibt, wer sich gegenüber diesen beiden Nationen, sagen wir einmal, feindlich verhalten haben wird. Jesaja Kapitel 11, angefangen Vers 1, zeigt uns deutlich, um was es hier geht, welche Zeit hier angesprochen wird. Es ist eine zukünftige Prophezeiung. Das ist nicht etwas, was zu Zeiten des Jesaja geschehen ist oder was überhaupt bereits schon geschehen ist. Es ist etwas, was auch heute noch nicht geschehen ist, was aber in der Zukunft, und ich spreche nicht von einer sehr entfernten Zukunft, geschehen wird. Jesaja angefangen in Vers 11. Jesaja angefangen in Vers 1, im 11. Kapitel. Da heißt es, auf Vers 11 werden wir nachher noch zu sprechen kommen, aber ich will den Zusammenhang jetzt lesen. Jesaja Kapitel 11, angefangen Vers 1. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, wie das heute so häufig in unseren Gerichten der Fall ist, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten, was heute leider nicht oft in unseren Gerichten der Fall ist. Er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen. Er wird es nicht mehr zulassen, dass es Gewalttätige gibt, die Kriege führen wollen. Und es heißt, mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Und da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch Frevel auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Eine offensichtliche Prophezeiung für die Zukunft, eine Beschreibung des Millenniums. Wenn Jesus Christus, von dem hier die Rede ist, auf Erden herrschen wird, das hat sich bislang noch nicht erfüllt. Und so lesen wir weiter in Vers 10. Und es wird geschehen zu der Zeit. Also wenn das hier Wirklichkeit wird, zu der Zeit wird auch noch Folgendes geschehen. Es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais, kein anderer als der Messias, Jesus Christus, dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen. Das ist heute keineswegs der Fall, dass heute die Heiden nach Jesus Christus fragen. Aber das wird der Fall sein. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Städte, da er wohnt, Jerusalem, denn da wird er von aus herrschen, die wird herrlich sein. Vers 11. Und der Herr wird zu der Zeit. Man kann auch übersetzen, zu dieser Zeit, mit anderen Worten, eine Bezeichnung auf eine Zeitspanne, die mit ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Jesu Christi beginnt, die der Tag des Herrn genannt wird, aber die natürlich dann andauert. Zu der Zeit, da wird Gott zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist. Es geht um eine zukünftige Prophezeiung. Aber hier wird jetzt von Versklavung gesprochen. Aber Gott wird diese Versklavten aus seinem Volk loskaufen, herausbringen aus der Versklavung. Und schauen wir uns an, wo die alle sein werden. Der übrig geblieben ist in Assur, das heutige Deutschland, in Ägypten, in Patros, eine Kolonie von Ägypten, in Kusch,
In Elam, schauen Sie, Iran, Elam. China, Hamad und auf den Inseln des Meeres. Vers 12, und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Ich will heute auf die anderen Völker, die hier noch erwähnt werden, gar nicht eingehen. Mir geht es heute um Iran. Aber wir sehen, dass Versklavte, die Versprengten, die Zerstreuten, die Verjagten im Iran sein werden. Und Gott wird sie aus dieser Versklavung führen. Wir lesen auch, dass es unmittelbar vor der Wiederkunft Christi zu einem Krieg kommen wird gegen das Haus Israel und das Haus Juda, offensichtlich, denn sonst würden die ja nicht versklavt werden. Und schauen wir uns an, wer aber an diesem Krieg teilnimmt. Unter anderem Jesaja Kapitel 22. Jesaja Kapitel 22 und in Vers 6. Jesaja 22 und Vers 6. Die Überschrift in der Lutherbibel sagt hier gegen den Übermut Jerusalems. Diese Prophezeiung ist also gegen Jerusalem gerichtet, das moderne Haus Juda. Und so lesen wir in Vers 6, Elam, also der Iran, Persien, Elam fährt daher mit Köchern, Wagen, Leuten und Rossen, und Kir lässt seine Schilde glänzen. Wir haben bereits über Kir gesprochen in der Predigt, wo wir uns mit Ägypten beschäftigt haben. Aber heute geht es mir um Elam, um den Iran. Der Iran wird teilhaben an einer Konfrontation mit Israel. Und was ist jetzt wiederum der Zeitpunkt? Nun lesen wir die ersten vier Verse in Jesaja Kapitel 22. Da heißt es, dies ist die Last für das Schautal. Was habt ihr denn, dass ihr alle auf die Dächer steigt? Du Stadt voller Lärmen und Toben, du fröhliche Burg. Deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert erschlagen und nicht in den Kampf gefallen. Warum? Die sind alle geflohen. Das heißt hier in Vers 3, alle deine Hauptleute sind gewichen, in die Ferne geflohen. Alle, die man von dir gefunden hat, wurden gefangen. Schauen Sie, wurden gefangen, ohne Bogen gefangen. Die kamen zu einem Punkt, wo sie gar nicht mehr kämpfen wollten. Schauen Sie, die waren total lethargisch geworden, aufgrund der schrecklichen Gräuel, die geschehen würden. Vers 4, darum sage ich, schaut weg von mir, lasst mich bitterlich weinen, müht euch nicht, mich zu trösten über die Zerstörung der Tochter meines Volks. Und dann wird hier wiederum gesagt, dass Elam, Iran, teilhaben wird an dieser Konfrontation. Eine Prophezeiung für die Zukunft. Schauen wir uns Vers 8 an, die das deutlich macht. In Jesaja 22 und Vers 8, da heißt es, da wird der Schutz Judas weggenommen werden. Schauen Sie, die Tatsache, dass Juda bislang, oder sagen wir mal, der Staat Israel bislang existiert, liegt daran, weil Gott es beschützt hat. Aber die Zeit wird kommen, dass der Schutz Judas weggenommen werden wird. Wann wird dies geschehen? Aber ihr schaut zu der Zeit. Wiederum eine Bezugnahme auf den Tag des Herrn, der noch in der Zukunft liegt. Zu der Zeit auf die Rüstungen im Waldhaus. Nun, was ist damit gemeint? Nun lesen wir weiter in Vers 12. Zu der Zeit rief Gott, der Herr Zebaoth, dass man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege. Warum? Vers 11. Ihr machtet ein Becken zwischen beiden Mauern für das Wasser des alten Teiches, doch ihr saht nicht auf den, der solches tut, und schautet nicht auf den, der solches schafft von ferne her. Mit anderen Worten, die Zeit wird kommen, wo das moderne Haus Juda keineswegs mehr daran interessiert ist, was Gott denkt, was Gott sagt, was Gott will. Sie sahen nicht auf Gott als denjenigen, der ihnen Schutz geben würde. Sie waren von ihrer eigenen Kraft, ihrer eigenen Macht überzeugt. Und so sagt Gott, so werde ich den Schutz von Juda wegnehmen. Das ist der Zusammenhang, das ist der Zeitpunkt, wenn alles dies geschehen wird. Schauen wir uns eine Stelle im Buch Hesekiel an. Hesekiel, aber behalten Sie Ihren Finger im Buch Jesaja, da kommen wir nachher darauf zurück. Aber im Buch Hesekiel lesen wir eine interessante Stelle in Kapitel 27. Hesekiel 27 und lesen wir in Vers
10. Wie ich dies in vorangegangenen Predigten gesagt habe, geht es hier um das babylonische System, das moderne babylonische System. Es geht hier um den Zeitpunkt von dem modernen Babylon, das auch in Offenbarung 17 und 18 beschrieben wird. Die Erneuerung, die letzte Wiederauferstehung, wenn man so will, des alten römischen Reiches. Schauen Sie, die Bibel hat uns ja gesagt, dass das alte römische Reich fallen wird. Rom wird ja fallen. Aber auch Offenbarung 13, andere Stellen, das Buch Daniel, sagen uns, dass das römische Reich 10-mal erneuert werden würde. 10-mal wieder auferstehen werden würde. Und wir haben bereits 9 dieser Erneuerungen erlebt. Unter dem Heiligen Römischen Reich, unter dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und die letzte Wiederauferstehung, die endgültige Wiederauferstehung, die wird ja auch im Buch Offenbarung Kapitel 17 beschrieben. Es wird eine Konstellation von einem Kern Europa sein, aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehend. Und die werden dann ihre Macht, ihre Kraft, ihre Autorität, ihre Gewalt, ihre Herrschaft an einen charismatischen, politischen und militärischen Führer übertragen. Und der wird in der Bibel das Tier genannt. Schauen Sie, und es wird dieses Tier sein, diese Herrschaft, dieses babylonische System, das sich dann gegen Amerika und England wenden wird, das Haus Israel, das Haus Juda, die Juden, und sie versklaven wird. Aber hier wird noch etwas Interessantes gesagt. In Kapitel 27 im Buch Ezekiel, von Vers 10 ab, da wird nämlich davon gesprochen, wer teilhaben wird oder zu einem gewissen Maße teilgehabt hat bereits an diesem erneuerten babylonischen System. Denn das gibt es ja bereits heute schon. Wir hatten ja gehört, wie große wirtschaftliche Beziehungen bestehen zwischen zum Beispiel auch dem Iran und Deutschland. Aber es wird sich noch weiter entwickeln. Und schauen wir hier uns Vers 10 an. Perser, Iranier, Lyder und Libyer werden oder waren dein Kriegsvolk. Die werden teilhaben zunächst einmal, wie wir gerade gelesen haben im Buch Jesaja, an einem Krieg gegen Israel. Das Haus Israel und das Haus Juda. Vielleicht nicht das gesamte iranische Volk, vielleicht nur Söldner, wie das hier den Anschein erweckt. Aber es werden eben Söldner aus dem Iran teilhaben an dieser Belagerung von Jerusalem. Warum? Weil sie eben einen solchen Hass haben gegen die Juden. Perser, Lyder und Libyer, über Libyen hatten wir bereits gesprochen, waren dein Kriegsvolk. Ihre Schilde und Helme hängten sie bei dir auf, sie waren dein Schmuck. Also auch hier sehen wir, dass es zu einer Konfrontation kommen wird gegen das Haus Israel und das Haus Juda und dass Iraner teilhaben werden an dem Krieg gegen diese Völkerschaften. Aber wir sehen auch etwas weiteres, wie sich die Entwicklungen auch in der Vergangenheit dann ein bisschen verschoben haben. So wird auch die Beziehung zwischen diesem babylonischen System und dem Iran ins Negative umschlagen. Und möglicherweise nach dieser Attacke, die zunächst einmal gegen das Haus Israel und das Haus Juda geführt werden wird. Kehren wir zum Buch Jesaja zurück. Jesaja 21. Und in Vers 2, Jesaja Kapitel 21 und Vers 2. Dies ist eine Prophezeiung, die sich auf den Niedergang von Babylon bezieht. Es heißt hier in meiner Bibel als Überschrift, die Schau von Babels Fall. Aber wie wir sehen werden, es geht hier nicht um den Niedergang des damaligen Babylons unter König Nebukadnezar und Belsatzar. Das mag vielleicht mit eingeschlossen sein zu einem gewissen Maße, aber es geht hauptsächlich um eine Endzeitprophezeiung. Es geht um die Vernichtung des babylonischen Systems in der Endzeit, das noch kommen wird. Und so lesen wir hier in Jesaja Kapitel 21 und Vers 2, mir ist eine harte Offenbarung angezeigt. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Elam, Iran, Persien. Elam zieht herauf oder zieh herauf. Medien, wir hatten über Medien bereits gesprochen, die heutigen Russen. Belagere, ich will allem Seufzen ein Ende machen. Schauen Sie, es geht hier um eine Belagerung
von dem modernen Babylon durch unter anderem die Russen, aber die werden alliiert sein mit den Iranern. Die sind es heute schon zu einem gewissen Maße, wie wir das alle wissen. Aber diese Alliierung, diese Zusammenschweißung, sagen wir einmal, die wird noch stärker werden. Wir lesen in Vers 9 wiederum über den Zusammenhang, den zeitlichen Zusammenhang. Es heißt, und siehe, da kommen Männer, ein Zug von Wagen mit Rossen, die heben an und sprechen, gefallen ist Babel, es ist gefallen. Und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Wörtlich heißt es hier, Babel ist gefallen, Babel ist gefallen. Das wird zweimal gesagt. Warum? Nun, weil dies eine dualistische Prophezeiung ist. Das alte Babylon fiel in der Tat, als damals Medien und Persien es belagert haben. Aber es geht hier hauptsächlich um die Zukunft. Und so wird es noch einmal fallen. In ähnlicher Weise, wie es damals im Altertum bereits gefallen ist. Wie gesagt, eine dualistische Prophezeiung. Aber wir sehen wiederum, dass Medien und Iran zusammen dies bewirken werden. Und das sollte uns auch nicht sehr überraschen, denn in der Vergangenheit gab es ja auch das Medo-Persische Reich, eine Koalition der Meder, der heutigen Russen, und der Perser, der heutigen Iraner. Wenn wir alle diese Stellen zusammennehmen, dann ergibt sich eine interessante Prophezeiung, ein interessantes Gebilde. Wir finden, dass, wie wir dies bereits gesehen haben, wie wir das jetzt noch sehen werden, es eine Zeit geben wird, wenn Iran scheinbar nach der Koalition mit dem babylonischen System gegen die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda, dass dann aber Iran selbst auch versklavt werden wird, scheinbar durch das babylonische System. Und dann kommt es dazu, dass scheinbar Iran aus dieser Sklaverei befreit werden wird. Und zwar scheinbar durch die modernen Meder, die Russen. Und dann wird es zu dieser Koalition kommen zwischen den Russen und den Iranern, die sich dann aufrappeln werden, sagen wir einmal, gegen Babylon, das moderne Babylon, das babylonische System, in den Krieg zu ziehen. Nun, auch das ist nicht so verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass ja zu Ende des Zweiten Weltkriegs es eine Koalition gab zwischen Amerika und England und Frankreich und Italien und Russland gegen das Dritte Reich. Nun, wenn einer vorher behauptet hätte, vor allen Dingen als Russland kommunistisch wurde, dass Russland jemals eine Koalition eingehen würde mit Amerika und England, der würde für verrückt erklärt worden sein. Aber das ist geschehen. Und so sehen wir auch hier laut Bibel, dass Russland wiederum einen Krieg führen wird gegen das babylonische System unter deutscher Führung. Schauen wir uns eine Stelle im Buch Jeremia an. Jeremia Kapitel 49. Und fangen wir an zu lesen, angefangen in Vers 35. Jeremia Kapitel 49. Angefangen in Vers 35. So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen. Also die kriegführende Maschinerie des modernen Irans wird zerbrochen werden. Sie wird aufhören, zunächst einmal zu existieren, oder zumindest nicht mehr die Kraft haben, die Macht haben, die sie einmal hatte. Er sagt, ich will den Bogen Elams zerbrechen, seine stärkste Waffe, und will die vier Winde von den vier Enden des Himmels über sie kommen lassen und will sie in alle diese Winde zerstreuen, so dass es kein Volk geben soll, wohin nicht Vertriebene, schauen Sie, aus Elam kommen werden. Also eine ähnliche Versklavung wird hier beschrieben, wie sie auch sich auf das Haus Israel und das Haus Juda erstreckt. Und ich will Elam verzagt machen vor seinen Feinden und vor denen, die ihnen nach dem Leben trachten, und will Unheil über sie kommen lassen in meinem grimmigen Zorn. Auch hier wiederum eine Prophezeiung, die sich auf den Tag des Zornes Gottes bezieht. Eine endzeitliche Prophezeiung. Jedes Mal, wenn Sie von Gottes grimmigem Zorn lesen, bezieht sich dies auf die
Aussagen, die im Buch der Offenbarung beschrieben werden. Eine endzeitliche Prophezeiung, wenn der Tag des Zornes Gottes beginnt, so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi, der aber dann andauert, bis natürlich Jesus Christus dann das Reich Gottes errichtet hat, dann wird es nicht mehr der Zorn Gottes sein, aber der Tag des Herrn wird fortdauern. Wiederum hier eine deutliche Prophezeiung für die Zukunft. Ich will Unheil über sie kommen lassen in meinem grimmigen Zorn, spricht der Herr, und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufreibe. Und nun sehen wir den deutlichen Zusammenhang, wann dies geschehen soll. Vers 38. Meinen Thron will ich in Elam aufstellen. Also Gott wird seine Herrschaft über die modernen Iraner aufrichten. Das ist heute keineswegs der Fall. Die meisten heute sind keineswegs Gott untertan. Und auch die Iraner nicht. Aber die Zeit wird kommen. Das ist der ungefähre Zusammenhang hier. Meinen Thron will ich in Elam aufstellen und will dort den König und die Fürsten von dem modernen Iran umbringen, spricht der Herr, die sich nach wie vor scheinbar gegen Gott stellen werden. Aber in der letzten Zeit, also hier wird es ganz deutlich, worum es hier geht, aber in der letzten Zeit will ich das Geschick Elams wieder wenden, spricht der Herr. Und eine weitaus bessere Übersetzung, dem Urtext gemäß, würde lauten, in der letzten Zeit will ich die Gefangenen Elams zurückbringen, spricht der Herr. Also wir sehen hier, dass Elam, das moderne Iran, zunächst einmal versklavt werden wird, wie ich sagte, höchstwahrscheinlich durch das babylonische System, aber werden dann aus der Versklavung befreit werden, höchstwahrscheinlich durch die modernen Meder, die Russen, denn wir haben ja gelesen, dass sowohl die Russen als auch die Iraner zusammen gegen das babylonische System kämpfen werden. Die müssen da natürlich frei sein, sonst könnten sie natürlich nicht gegen das babylonische System kämpfen. Wir sehen also hier, dass es zu einer solchen Konfrontation kommen wird in den letzten Tagen. Schauen Sie, ich hatte eben gesagt, dass Gott dann seinen Thron über Elam aufrichten wird. Er wird seine Herrschaft über Elam, das moderne Iran, aufrichten. Ich hatte auch gesagt, dass heute die meisten Menschen Gott nicht untertan sind. Das liegt daran, dass heute Gott nicht die Welt beherrscht. Das ist nicht Gottes Welt. Nun, die meisten Menschen glauben heute, das sei Gottes Welt, es sei irgendwie so eine Konfrontation, die stattfindet zwischen Gott und Satan und beide wollen die Herrschaft ausüben. Das ist keineswegs der Fall. Schauen Sie, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, hat Gott der Menschheit so ungefähr 6000 Jahre Zeit gegeben, selbst zu erkennen, dass sie unter der Einflussnahme Satans nicht in der Lage sein würden, gerecht zu regieren, gerecht zu herrschen, Frieden zu haben auf dieser Welt. Und deswegen haben wir die Zustände, die wir heute haben. Zustände des Übels, Zustände des Elends. Gott herrscht nicht über diese Welt. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass derjenige, der über diese Welt herrscht, Satan der Teufel ist. Er wird sogar der Gott dieser Welt genannt. Er wird der Fürst der Finsternis genannt, der mit seinen Dämonen die Menschheit beherrscht. Schauen Sie, als Jesus Christus damals vom Teufel versucht wurde in der Wüste, da kam der Teufel zu ihm und sagte ihm, nachdem er ihm alle die Reiche der Welt gezeigt hatte, diese alle sind mir übergeben. Und ich gebe sie zu dem, wem ich will. Und ich will sie dir geben, hatte er zu Jesus gesagt, wenn du nun niederfällst und mich anbetest. Und Jesus hat keineswegs dies hinterfragt. Er hat nicht gesagt, wie kannst du mir die Reiche geben, die gehören dir doch gar nicht. Er hat gewusst, dass Satan der Gott dieser Welt ist, der alle herrscht, der alle Reiche beherrscht, der einen Thron hat hier auf Erden. Und er hat gesagt, aber ich werde dich trotzdem nicht anbeten. Du sollst nur jemanden einen anbeten, das ist Gott. Aber er hat klar und deutlich anerkannt, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist. Und er wird es auch bleiben. Bis Jesus Christus zurückkommt, der sich qualifiziert hat, bereits damals schon, als er Satan überwand, als er die Welt überwand, als er seine eigene Natur überwand, der zukünftige König zu sein. Und er wird dann nach Ablauf dieser 6000 Jahre die Herrschaft Gottes hier auf Erden übernehmen. Und dann natürlich Satan wird verbannt werden. Und wir lesen, dass im Millennium für 1000 Jahre Satan nicht mehr in der Lage sein wird, die Menschen zu verführen. Aber schauen Sie, was dann geschieht.
Zu Ende der 1000 Jahre wird Satan aus seinem Gefängnis entlassen werden für eine kurze Zeit. Und was tut er dann? Er geht in alle Welt und verführt die Menschen, dass sie wieder Krieg führen. Und sie werden versuchen, Krieg zu führen gegen das Haus Israel und das Haus Juda, was dann existieren wird. Aber Gott wird übernatürlich eingreifen, wie er auch schon, wie wir noch sehen werden, zu Beginn des Millenniums eingreifen wird und es nicht zulassen, dass wieder Zerstörung durch Satan angerichtet wird. Und Satan wird dann für alle Zeit verbannt sein und er kann dann keinerlei Verführungen mehr dann durchführen. Aber schauen Sie, Satan ist heute der Gott dieser Welt. Und er ist es seit 6000 Jahren. Und seine Dämonen beherrschen die Welt. Seine Dämonen beherrschen die Reiche dieser Welt. Alle Reiche dieser Welt, schauen Sie. Die einzigen, die von Gott beherrscht werden, wenn man das so sagen will, sind die wahren Jünger Christi, die aus dieser Welt herausgekommen sind, die sich freiwillig der Herrschaft Gottes unterstellt haben, die nicht mehr unter der Herrschaft Satans leben wollen. Aber das sind heute eben nicht sehr viele. Das sind heute nur sehr wenige. Die Zeit wird sich ändern, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird, wenn das Millennium errichtet werden wird, dann werden alle den Weg Gottes erkennen wollen. Das ist heute keineswegs der Fall. Und weil das so ist, lesen wir eine interessante Stelle im Buch Daniel. Daniel, Kapitel 10. Daniel, Kapitel 10. Und fangen wir einmal in Vers 12 zu lesen an. Daniel, Kapitel 10 und Vers 12. Der Engel Gabriel wurde zu Daniel gebracht, als Daniel ein sehr intensives Gebet zu Gott betete. Der wollte wissen, was so einige Prophezeiungen bedeuten. Und Gott sandte den Engel Gabriel zu Daniel, um ihm zu erklären, was diese Prophezeiungen, die er las, bedeuteten. Aber schauen wir einmal, was Gabriel jetzt dem Daniel sagt. In Daniel Kapitel 10, angefangen in Vers 12, er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott. Schauen Sie, er hatte anerkannt, dass er von sich aus dieses nicht erkennen konnte. Und da hat er sich vor Gott gedemütigt, hat auch seine Sünden bereut, die er begangen hatte, hat sogar für die Vergebung der Sünden des Volkes gebetet, hat die richtige Demut gezeigt, die Erkenntnis, dass alles Wissen nur von Gott kommen kann. Als das geschehen war, da wurden deine Worte erhört, sagte Engel Gabriel, und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Vers 13, aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, der Erzengel Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, der kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Schauen Sie, der Erzengel Michael kämpfte gegen den Engelfürsten von Persien. Das war natürlich kein Mensch. Wenn dies ein Mensch gewesen wäre, dann hätte der Gabriel ihn sofort vernichten können. Das war ein hochrangiger Dämon, der über das Königreich Persien herrschte. Herrscht. Und wir lesen weiter. Im gleichen Kapitel, Vers 20. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Also ein hochrangiger Dämon herrscht über Griechenland. Wie ich sagte, die Dämonen herrschen heute über alle Reiche dieser Welt. Das ist nicht Gottes Welt. Vers 21. Und zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten Michael. Also hier ist der Erzengel Michael, der dem Gabriel beistand, der auch die Funktion hat, wie wir das bereits in unserer Serie über Engel und Dämonen gesehen haben, dem Volk Juda und dem Volk Israel zu helfen und auch den wahren Christen hauptsächlich zu helfen. Aber die beide kämpfen hier gegen diesen Dämon. Und so lesen wir, dass die Welt heute von Satan und seinen Dämonen beherrscht ist. Es wird sogar so weit kommen, noch in der Zukunft, dass Satan und seine Dämonen erneut versuchen werden,
Gott von seinem Thron zu stürzen. Die haben das ja bereits schon in grauer Vorzeit getan. Das ist ja der Grund auch, warum die Erde wüst und leer wurde, nachdem Gott sie in einem herrlichen Zustand erschaffen hatte. Und damals ist bereits Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen. Christus sagte ja, ich sei den Satan Feind vom Himmel wie ein Blitz. Er hat damals bereits diesen Aufstand verloren, aber die Offenbarung sagt uns, das Buch der Offenbarung im 12. Kapitel, angefangen in Vers 7, dass Satan und seine Dämonen es erneut noch einmal versuchen werden, und zwar in der Endzeit. Schauen wir uns diese Stelle kurz noch einmal an. Ich glaube, es ist wichtig, dies noch einmal uns zu Gehör zu bringen. Offenbarung Kapitel 12. Denn wir sehen hier auch den Grund, warum, wie ich meine, es zurzeit so furchtbar aussieht auf dieser Welt. Es wird ja immer schlimmer. Auch Menschen, die gar nicht religiös sind, erkennen dies an. Es wird immer schlimmer. Und Leute, die schon sehr lange gelebt haben, die sagen mir, so etwas habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Alles das, was heute hier auf Erden geschieht. Offenbarung Kapitel 12, angefangen Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel, ein erneuter Kampf in der Zukunft, denn die ersten paar Verse von Kapitel 12 haben uns bereits schon über den ersten Kampf Bericht gegeben. Dies ist ein neuer Kampf, in der Zukunft noch, vielleicht hat er bereits schon stattgefunden, höchstwahrscheinlich sogar. Es entbrannte ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, der Drache, der als Teufel symbolisiert ist oder beschrieben wird. Und der Drache kämpfte und seine Engel, also Satan und seine Dämonen. Und sie siegten nicht, Vers 8, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Dann kommt es zu dem Zeitpunkt, wenn er nicht bereits schon geschehen ist, dazu, dass Satan keinen Zugang mehr hat zu Gott im Himmel. Wir lasen ja vorher, dass sogar Satan die Auserwählten vor Gott im Himmel Tag und Nacht verklagt. So muss man sich mal vorstellen, was für eine Geduld Gott haben muss, sich hier diesen Satan anzuhören. Vers 9, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Der die ganze Welt verführt. Warum nun? Er ist der Herrscher dieser Welt. Und die Menschen glauben ihm weitaus mehr, als dass sie dem glauben, was in der Bibel steht, was Gottes Wort ist. Der die ganze Welt verführt, der wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden, die wahren Christen, durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn. Das ist der Zorn des Teufels, die große Trübsal, die bald beginnen wird. Denn er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Wenn das geschehen wird, wenn es nicht bereits schon geschehen ist, dann weiß der Teufel, er hat nur noch wenig Zeit. Der Zeitpunkt wird bald kommen, wo Christus zurückkommen wird, um ihn abzulösen, um die Herrschaft von ihm zu übernehmen. Und was tut Satan? Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, da verfolgte er die Frau, die wahre Kirche Gottes, die den Knaben geboren hatte. Und dann wird die Stelle dann weitergeführt, dass Gott dann der wahren Kirche hilft und sie beschützt vor dem Zorn Satans. Aber schauen Sie, das wird noch geschehen. Aber der Satan wird dann wissen, dass er nur noch kurze Zeit hat. Er herrscht immer noch. Und er herrscht auch heute noch. Und seine Dämonen herrschen heute noch über diese Welt. Und deswegen sollten wir uns nicht irgendwie da großartig verwundern, warum die Welt in dem Zustand ist, in dem sie heute ist. Denn es ist eben nicht Gottes Welt. Aber schauen Sie, der Hass, den Russland und Iran gegen die Juden haben und das moderne Haus Israel, die Nachfahren des alten Hauses Israel, der wird nicht so schnell verschwinden. Sicherlich, wir hatten gelesen, dass Russland und Iran gegen das moderne Babylon kämpfen werden. Das ist natürlich etwas, was Gott will. Denn er wollte ja auch und will ja auch Babylon bestrafen. Es ist ja nicht so, dass Babylon jetzt gerechter ist als die Nachfahren des Hauses Israel. Keineswegs. Aber Gott lenkt dies alles so, wie er es will. Aber der Hass, den Russland und Iran gegen die Juden haben werden, gegen die Nachfahren des Hauses Israel haben werden, dieser Hass wird nicht so schnell vergehen. Schauen Sie, es wird sogar im Buch Hesekiel beschrieben, dass sie sogar nach der Wiederkunft Christi alle zusammen noch einmal versuchen werden,
das Haus Israel und das Haus Juda, die Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda, die dann aus der Versklavung befreit worden sind, die dann im gelobten Land leben werden, die werden dann versuchen, die nach wie vor zu vernichten. Schauen wir uns dies kurz noch einmal an, Hesekiel 38, wir hatten dies eingehend besprochen, aber ich möchte hier darauf hinweisen, wer in dieser großen Armee, die dann aus dem Nahen, aus dem Fernen Osten kommen wird und sich dann verbünden wird mit einigen im Nahen Osten, wer da alles mitmachen wird. Hesekiel Kapitel 38 und Vers 5. Es geht hier um Gog aus dem Lande Magog. Das ist der Fürst von Rosch, Meschech und Tubal. Es heißt in Vers 3, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal. Rosch, Russland. Meschech, Moskau. Tubal, Tobolsk, eine russische Armee unter einem, scheinbar einem russischen Führer, der hier Gog genannt wird, der Fürst von Russland und den Hauptstädten von Russland. Aber schauen Sie in Vers 5, wer da mitmacht. Du führst mit dir Perser, moderne Iranier, Kuschiter und Libyer, die alle Schild und Helm tragen. Kuschiter, wir hatten das bereits gesehen und wie wir das auch noch sehen werden in einer künftigen Predigt, Äthiopien. Und dann Libyer. Die werden alle in dieser Armee sein, in einem Krieg verwickelt sein gegen das moderne Haus Israel, das moderne Haus Juda. Aber Gott wird natürlich dann nicht zulassen, dass es zu Unheil kommt. Er wird dann übernatürlich eingreifen zu Beginn des Millenniums und diese Armee vernichten, wie er auch eine ähnliche Situation erlauben wird zu Ende des Millenniums, wenn auch wiederum durch die Verführung Satans Menschen dazu gebracht werden, gegen dann das Lager der Heiligen vorgehen zu wollen, und Gott wird auch hier übernatürlich eingreifen und dann diese Menschen ebenfalls vernichten. Auch hier wiederum sehen wir quasi eine dualistische Prophezeiung. Also alles dies wird geschehen. Und nun schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 25 an. Denn im Buch Jeremia Kapitel 25 wird von einem Gericht gesprochen, einer Bestrafung Gottes über alle Menschen, die sich gegen ihn gewandt haben. Und Gott ist nicht jemand, der die Person ansieht, sondern er richtet, wie wir ja auch gelesen haben, in Gerechtigkeit. Er richtet in Fairness. Er richtet nicht nach dem, was seine Augen sehen, seine Ohren hören, sondern er richtet mit Gerechtigkeit. Und alle sind schuldig geworden gegenüber Gott. Und alle verdienen Strafe. Und Gott wird diese Bestrafung dann auch bewirken. Aber die Bestrafung wird auch dazu dienen, dass die Menschen, die ja dann wieder in der zweiten Auferstehung hochkommen werden, die werden dann erkennen, was sie getan haben und werden dann hoffentlich bereuen und werden dann ebenfalls den Weg Gottes gehen wollen. Und schauen wir uns aber zunächst einmal an, was geschehen wird zum Zeitpunkt, wenn Gott zurückkommt, wenn Christus zurückkommt. In Jeremia Kapitel 25, angefangen in Vers 15. Es heißt hier in meiner Bibel als Überschrift, der Zornbecher für alle Völker. Vers 15, denn so spricht zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zornes. Schauen Sie wiederum hier eine Endzeitprophezeiung aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und ließ daraus trinken alle Völker, zu denen mich der Herr sandte. Und dann werden alle Völker erwähnt, nämlich Jerusalem, die Städte Judas, ihre Könige und Fürsten, dass sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein sollten, wie es den heutigen Tags steht, aber nicht nur heutigen Tags, als Jeremia dies schrieb, sondern auch in der Zukunft. Denn wir haben ja gesehen, dass das babylonische System gegen Jerusalem kämpfen wird, vernichten wird, es einnehmen wird. Und dann spricht er in Vers 19 den Pharao an, den König von Ägypten, aber nicht nur den damaligen, sondern auch den zukünftigen Herrscher von Ägypten mit seinen Großen und mit seinen Fürsten, mit seinem ganzen Volk. Und dann werden verschiedene Völker hier erwähnt. Vers 21, die von Edom, Türkei, die von Moab, Jordanien und Teil des westlichen Iraks, die Ammoniter, Vers 32, alle Könige von Tyros, dieses babylonische System wiederum, alle Könige von Sidon. Und dann heißt es hier in Vers 24, alle Könige Arabiens, Vers 25, alle Könige in Simri, alle Könige in Elam, dem Iran, alle Könige in Medien, das moderne Russland, alle Könige des Nordens, Vers 26, die in der Nähe und die in der Ferne, einen wie den anderen,
alle Königreiche der Welt, so viel ihrer auf Erden sind. Schauen Sie, Gott wird Bestrafung ausführen gegenüber allen, die sich nicht Gott unterstellen wollen. Und so sagt er hier auch in Vers 29, denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, da fange ich an mit dem Unheil, die Stadt Jerusalem. Damit fängt er an. Schauen Sie, wenn die große Trübsal beginnt, das wird das Erste sein, was das babylonische System tun wird, einen Krieg zu führen gegen das Haus Juda, Jerusalem und das Haus Israel. Aber er sagt, damit fange ich an. Und er sagt dann, und ihr solltet ungestraft bleiben, also ihr anderen, ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der Herr. Und dann Vers 31, sein Schall wird dringen bis an die Enden der Erde. Der Herr wird mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten. Die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben, spricht der Herr. Also ein Endzeitgericht wird hier angesprochen. Und wir haben bereits einige Stellen gesehen oder gelesen, die uns andeuten, wie das jetzt rein technisch möglicherweise zustande kommen wird. Aber schauen Sie, die Könige von Elam werden erwähnt, die Herrscher von Iran, die werden keineswegs dem Zorngericht Gottes entgehen. Wir finden auch eine weitere interessante Stelle im Buch Hesekiel, in Kapitel 32. Hesekiel Kapitel 32. Zunächst einmal geht es hier um einen Vernichtungsschlag des modernen Königs von Babylon, wie wir das bereits gesehen haben, gegen das moderne Ägypten. Das wird noch kommen. Es heißt hier deutlich, in Kapitel 32 und Vers 11, denn so spricht Gott der Herr, das Schwert des Königs von Babel soll dich treffen. Die Rede ist von Ägypten. Vers 12, ich will dein Volk fällen durch das Schwert der Helden, die allesamt die gewalttätigsten unter den Völkern sind. Sie werden die Herrlichkeit Ägyptens verheeren und sein stolzes Volk vernichten. Schauen Sie, das moderne babylonische System wird hier eindeutig als die gewalttätigsten unter den Völkern beschrieben. Dieses kommende vereinigte Europa aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehend, die dann ihre Gewalt diesem Tier übertragen, dem König von Assyrien, wie er genannt wird, einem zukünftigen deutschen Herrscher. Und auch das sollte uns nicht verwundern, denn wir haben schon einige deutsche Herrscher gehabt in den Wiederauferweckungen des Heiligen Römischen Reiches in der Vergangenheit. Aber dieses ganze System wird hier als die gewalttätigsten unter den Völkern beschrieben. Sie können sich nachher einmal ein paar weitere Stellen anschauen, die will ich Ihnen jetzt nur geben. Denn dieser Ausdruck wird auch in anderen Stellen im Buch Hesekiel verwandt. Der gleiche Ausdruck wird zum Beispiel in Hesekiel 30 gebraucht, in Versen 11 und 12, in Hesekiel 31 und Vers 12 und auch in Hesekiel 28 und Vers 7. Alle diese Stellen sprechen von den gewalttätigsten unter den Völkern. Es heißt mit anderen Worten, dass es sich hierbei um das babylonische System handelt. Es können ja nicht die gewalttätigsten unter allen Völkern sein, wenn sie verschiedene Völker sind. Es sind immer die gleichen. Also hier jedes Mal die Identifikation ist das babylonische System. Aber ich möchte hier noch eine weitere interessante Stelle mit Ihnen hier lesen in Hesekiel Kapitel 7. Aber halten Sie Ihren Finger in Hesekiel 32, denn da kommen wir gleich noch darauf zurück. Aber in Hesekiel Kapitel 7 wird nämlich eine weitere Formulierung gebraucht, die sich auch auf das moderne babylonische System bezieht. Hesekiel Kapitel 7 und in Vers 24. Da heißt es, so will ich die Schlimmsten unter den Völkern herbringen. Aber es sind auch hier wiederum die gleichen Völker, die gewalttätigsten unter den Völkern. Hier werden sie die Schlimmsten unter den Völkern genannt. Das ganze Kapitel behandelt die Endzeit. In meiner Lutherbibel ist die Überschrift auch, das Ende naht. Und wiederum wird klar, wenn Sie das ganze Kapitel lesen, deutlich, dass es hier um das babylonische System sich dreht, dass sich hier in diesem Falle gegen das moderne Haus von Israel und Juda richtet. Auch hier wiederum eine Bestätigung, dass es dazu zu einem solchen Krieg kommen wird. Aber jetzt kehren wir zu Hesekiel Kapitel 32 zurück. Denn da wird wiederum Iran angesprochen. Hesekiel Kapitel 32
Und Vers 24, hier wird also die Vernichtung jetzt von Ägypten zunächst einmal angesprochen, aber nicht nur von Ägypten, denn Gott, wie gesagt, wird alle Völker richten. Und das wird ja auch in figurativer Weise beschrieben. Und da heißt es hier in Vers 24, da liegt Elam mit seinem stolzen Volk, ringsherum seine Gräber, sie alle erschlagen und durchs Schwert gefallen, hinuntergefahren als Unbeschnittene unter die Erde, von denen einst Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Sie müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube gefahren sind. Mit anderen Worten, auch diese Herrschaft wird aufhören. Die gottfeindliche Herrschaft wird aufhören. Aber es geht hier nicht nur alleine um Elam, denn es geht auch in Vers 22 um Assyrien. Da heißt es nämlich in Vers 22, da liegt Assur. Nun, Assur liegt heute noch nicht da. Denn die werden ja noch eine Funktion erfüllen in der nahen Zukunft. Aber auch ihr Schicksal ist besiegelt. Da liegt Assur mit seinem ganzen Volk, ringsherum seine Gräber, sie alle erschlagen und durchs Schwert gefallen. Diejenigen, die gewalttätig sind, wir haben ja bereits gelesen, dass im Millennium es Assyrien weiterhin geben wird. Und die werden zusammen mit Ägypten und Israel drei Mächte darstellen, die sich eben Gott untertan machen werden. Es geht hier um die kriegführenden Mächte. Und dann wird noch eine weitere interessante Stelle hier beschrieben in Vers 26. Und da liegen Meschech und Tubal. Aber wie wiederum gesagt, die werden ja zunächst einmal einen Krieg führen, wie wir gesehen haben. Sogar zu Beginn des Millenniums. Aber auch dann wird Gott eingreifen und wird sie vernichten, zusammen auch mit den Iranern, die dann in dieser Armee sein werden. Und so heißt es hier. Und da liegen Meschech und Tubal mit ihrem stolzen Volk, ringsherum ihre Gräber. Sie alle als Unbeschnittene und mit dem Schwert Erschlagene, von denen einst Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Also Gott wird alle diese Völker richten. Schauen Sie, Gott wird kommen, um Frieden auf dieser Erde zu bringen, den Krieg abzuschaffen. Die Menschen müssen lernen, dass Kriege, die sie führen, niemals zu Frieden führen wird. Egal, was die Rechtfertigungen sein mögen. Egal, was man für Gründe anführen mag, um einen Krieg zu rechtfertigen. Paulus sagt uns im Römerbrief, dass Gewalttat unter den Füßen der Menschen ist und den Weg des Friedens kennen sie nicht, ohne alle Ausnahme. Wer meint, dass er durch Krieg Frieden bringen kann, ist verführt. Und die Menschheit im Großen und Ganzen hat diese Lektion keineswegs begriffen. Aber wie gesagt, Gott sieht die Person nicht an. Jeder, der sich ihm unterstellen will, jeder, der von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft Gott liebt, Gott dienen will, dem wahren Gott, der wird von Gott anerkannt. Und schauen wir uns einmal an in der Apostelgeschichte, in Kapitel 2, was im Zeitpunkt des Pfingstfestes damals geschah, als Gott seinen Heiligen Geist über die neutestamentliche Kirche ausgoss. In Apostelgeschichte Kapitel 2, da lesen wir, wer da alles versammelt war, in Frieden versammelt war, als dies geschah. Und zwar in Vers 9. Da werden die nämlich erwähnt. Die haben dann sogar auch die Apostel in ihren eigenen Sprachen reden hören. Das war das sogenannte Pfingstwunder, als damals die Apostel den Heiligen Geist erhielten. Und die waren vorher bereits getauft worden. Aber die erhielten dann den Heiligen Geist. Und als Beweis dafür, dass sie auch wirklich den Heiligen Geist erhalten hatten, begannen sie in anderen Sprachen zu sprechen. Normalerweise geschieht das nicht. Die Bibel hat nur drei Beispiele, wo Menschen in Zungen, wie es heißt, gesprochen haben. Aber die Zungen sind bekannte menschliche Sprachen. Menschliche Sprachen. Hier in diesem Falle verstanden ja die Leute, was gesprochen wurde. Schauen Sie. Einige sagen, Zungenreden bedeutet, man spricht etwas, was man selbst nicht versteht, eine unbekannte Sprache, aber Gott weiß, was man sagt. Unfug! Das lehrt die Bibel keineswegs. Die sprachen hier in einer Sprache, die Menschen verstanden. Und so heißt es hier, wer alles versammelt war. Vers 9. Parther und Meder, modernen Russen, und Elamiter, die modernen Iranier. Also die heute die modernen Iranier darstellen, die waren alle versammelt, in Frieden. Es ist möglich, meine Damen und Herren, sich im Frieden zu versammeln, seinen Hass zu besiegen, zu überwinden. Aber es braucht Gottes Eingreifen, es braucht unseren Willen, uns Gott zu unterstellen.
Die Zeit wird kommen, kehren wir zum Schluss jetzt zu einer Stelle zurück im Buch Jesaja. Wir lasen bereits über die wunderbare Zeit, wenn Gott hier auf Erden herrschen wird, wenn das Millennium errichtet sein wird, wenn es keinerlei Untaten mehr geben wird, wenn es so friedlich sein wird, dass sogar ein kleines Kind am Loch der Otter, der Natter spielen kann, zusammen mit Löwen und Bären leben kann, ohne dass es zu einem Schaden kommt, weil die Natur der Tiere sogar verändert werden wird. Aber schauen wir uns noch etwas an. Es wird nicht nur die Natur der Tiere sein, die verändert werden wird, sondern auch die Natur des Menschen. Die Menschen werden dann willens sein, Gott zu gehorchen. Sind es heute nicht. Teilweise auch deshalb nicht, weil Gott noch die Welt nicht regiert. Aber es wird dazu kommen. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Dies ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit, also noch eine zukünftige Prophezeiung, der Berg, der des Herrn Haus ist, und Gott wird von Jerusalem aus herrschen. Der wird feststehen, der wird höher sein als alle Berge, alle Nationen. Und über alle Hügel, kleinere Nationen, wird er erhaben sein. Und alle Heiden, inklusive Iraner, inklusive Medier, inklusive Ägypter, Äthiopier, Assyrer, Deutsche, Amerikaner, wer auch immer. Amerikaner, sagen wir mal, die eben nicht zum Haus Israel gehören, die werden ohnehin hier dabei sein. Aber es gibt ja auch viele, die in Amerika leben, die ja nicht unbedingt Nachfahren des Hauses Israel sind. Also alle die Heiden, die also nicht Juden sind, nicht Israeliten sind, die werden alle herzulaufen. Und viele Völker, Vers 3, werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrenwort von Jerusalem. Und schauen Sie, das Interessante, das Paradoxe, das Ironische, das Wunderbare ist, dass alle Völker, inklusive die, die Hass haben werden, die heute Hass haben gegen die Juden, die werden dann nach Jerusalem gehen, wo Jesus Christus herrschen wird und von ihm Weisung erlangen. Und so heißt es hier, Vers 4, und er wird richten unter den Heiden. Er wird zurechtweisen viele Völker. Und wenn das geschieht, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird dann kein Volk wieder das andere das Schwert mehr erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Was für eine wunderbare Zeit wird dann kommen. Die ist aber leider noch nicht da. Zunächst wird noch viel Schrecknisse geschehen. Die sogenannte große Trübsal, der Tag des Herrn. Und letztendlich wird dann Jesus Christus zurückkommen mit diesem Wahnsinn, den wir heute auf Erden erleben, wenn die Politiker uns sagen, wir müssen diesen Krieg führen, jenen Krieg führen, dies tun, das tun. Alles dies wird ein Gedanke sein, der der Vergangenheit angehören wird. So wird keiner mehr leben wollen. Weil die Vernichtung, die noch kommen wird, so gewaltig sein wird, dass die Menschen endgültig die Nase voll haben werden von dieser falschen Lebensweise. Und im Hinblick auf die heutige Predigt, die Iraner werden ebenfalls dann so denken. Und das ist die gute Nachricht, die wir immer vor Augen haben müssen, dass es eine Zeit kommen wird, wo all der Hass, all dieser Irrsinn, all dieser Wahnsinn zu Ende sein wird. Und es wird dann Frieden geben zwischen allen Völkern. Iraner, Juden, Deutsche, Italiener, wen immer sie auch nennen wollen, Russen, Amerikaner, die werden alle dann in Frieden leben. Was für eine herrliche Zeit wird das sein. Aber denken wir daran, zur Zeit leben wir noch nicht in dieser Zeit, zur Zeit leben wir noch nicht unter der Herrschaft Gottes, als so weit wie die Welt es angeht. Zurzeit ist die Welt noch in den Klauen Satans des Teufels. Und das müssen wir immer begreifen, wenn wir verstehen wollen, warum wir die Situation haben, die wir heute haben. Aber sie können anders sein. Sie können herauskommen aus dieser Welt. Und sie können sich unterordnen. Gott und Jesus Christus. Und beten wir, dass so viele wie möglich diesen wahren Weg noch gehen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.